Herzlich willkommen bei S21VTV. Ja, weit kommen wir hier nicht, wenn man was Neues zeigen will. Also, hier ist der Rückbau der provisorischen Jägerstraße. Vorher nochmal ein Blick auf die alte Bahndirektion von dieser Seite. Da ist der Sockel jetzt auch schön eingefasst. Ja, und wenn es noch reicht, dann schauen wir mal eine kleine Wanderung auf den Kriegsberg, so dass wir die Deckenplatte vom Schwalbauwerk sehen können. Hier gibt es auch einiges. Also nicht nur die Betonage in BA10 und das Gerüst am Monatsbau sieht nach einem Kabelkanal aus. Muss ich mal ranzoomen. Schön gegens Licht. Und zwar so gegens Licht, dass ich selber nichts sehe. Ist ein bisschen Blindflug gerade. Naja, irgendwo da ist was. Ich schaue, dass ich das von der anderen Seite nochmal drauf kriege. Denn jetzt können wir uns mal hier diese Mauer anschauen. Eine Stützwand für die Heilbronner Straße. Also auf unserer Seite wird dann die Heilbronner Straße noch verlaufen. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann die Rampe runter in den Kehrtunnel.
Los, Bilder ist gut. Ich mache Videos, so können Sie sich anschauen. Also ich muss ja gestehen, ich habe wirklich keine Ahnung von diesen Spannbrücken. Denn wie der Name schon sagt, spannt man die ja. Und ich habe nicht einmal gesehen, dass da was gespannt wurde. Also wir haben gesehen, wie die Spannkabel reinkamen. Dann haben wir gesehen, wie betoniert wurde. Und dann müsste man doch mal spannen. Und nicht einmal hier direkt live, nicht einmal auf einer Webcam habe ich das beobachtet, dass jemand an den Kappen war und hat da dran gespannt. Wenn mir das jemand erklären könnte in den Kommentaren, das wäre spitze. Wir gehen weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.